So, und hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Tomb Oil. Es ist ein Spiel, wo man Öl fordern muss. Das heißt, wir bauen solche Pipes und dann bauen wir von diesen Pipes dann tun wir dann Rohre runterlegen. Und im Erdreich ist natürlich Öl. Und wenn wir das Öl auf die Oberfläche bringen, dann können wir es verkaufen und dann machen wir Geld. Und das ist das Spielprinzip. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, alleine schon öfters die Kampagne gezockt. Aber ich habe mir gedacht, das Spiel läuft flüssig und ich habe Bock auf das Game. Habe erst unlängst wieder eine neue Kampagne gezockt. Und die fertig gezockt und jetzt zocken wir einfach nochmal den Expertenmodus. Ja, okay, gut. Und das letzte Mal habe ich mit Larry gespielt. Aha. Barney wird niemals eine Chance bei ihr haben, aber Lisa enthält, behält das für sich. Sie muss sie nie Strafe für Ölsrolle zahlen. Wir können jetzt hier Charaktere aussuchen, die halt bestimmte Bonus haben. Larry zum Beispiel hat den Bonus, dass er mit 2500, also $500 mehr startet in dem Game. Aber mit dem habe ich schon gezockt, deswegen tue ich mal Lisa, Henry oder Jim Bob. Machen. Henry hat eine außergewöhnliche Bindung zu Maulwürfen. So wirst du nicht mehr nach Diamanten suchen müssen, falls ein. Falls es einen Diamanten in dem Level gibt, wird Henrys Maulwurf ihn bereits entdeckt haben. Das stelle ich mir echt stark vor. Und was macht Jim Bob? Jim Bobs Karten reißt Jim Bob immer voraus. Anfang des Levels den Weg zu etwas Öl. Oh, okay. Also, wir spielen mal Jim Bob und gucken, was passiert. So, genau. Hey, du schon wieder. Glaubst du, dass du das Zeug hast, um den Experten zu schlagen? Lass uns ins Rathaus gehen, um zu sehen, gegen wen du antrittst. Na, das sind hier. Ist jetzt gerade ziemlich viel Input am Anfang. Hier haben wir jetzt unser Land. Was wir alles bereisen können, wenn das Schild ist, dann, wenn das Schild weg ist, dann sieht man es auch besser. Wir machen erst das Land hier weg, gehen erst hier überall hin, um Öl zu fordern, dann gehen wir hier hin, um überall Öl zu fordern, dann hier hin und dann hier hin. Aber das wird euch auch noch klar im Verlauf des Let's Plays. Jetzt erstmal hören wir uns einen Henry an. Henry an, schön dich kennenzulernen. Ich habe Kohle in England gebaut, aber Öl ist viel einfacher. Bla bla bla, der stellt sich jetzt vor, ist nicht so wichtig. Ich werde dir dann ein Land zuweisen. Das erste geht aufs Haus. Ja, genau. Hier haben wir jetzt am Anfang jetzt nicht. Hier können wir uns um das Land sprügeln praktisch. Das wird also hier uns direkt zugewiesen. Na, wir sind Jim Bob, also der hier, glaube ich, hoffe ich mal. Ich habe es schon wieder vergessen. Und jetzt besiedeln wir dieses Land. Nachher hat es auch das Land, wenn man das erste Mal besiedelt hat, auch einen Wert. Aber das kommt auch später. Lass uns jetzt bauen, bevor meine Meinung ändere. Viel Glück. Okay, jetzt sind wir hier wieder bei der Stadt. Das habe ich vorhin gerade übersprungen. Die Stadt macht, ist eigentlich dazu da, deine ganzen Sachen wieder zu upgraden. Also zum Beispiel kannst du hier deine Rohre upgraden, dass sie schneller bohren oder dass sie mehr Öl bohren können oder ihr könnt eure Pipes upgraden. Ich glaube, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich nenne es jetzt einfach mal Pipes, dass du durch Felsen bohren kannst oder dass du schneller bohren kannst. Wie gesagt schon. Hier kannst du einfach Upgrades tätigen, die dich dann im Spiel voranbringen. Hier wird auch schon fleißig gemauert. Guten Tag, um die Öffnung einer brandneuen Bank zu fahren, habe ich für jeden von euch ein Bankkonto eröffnet. Ihr könnt mich jederzeit besuchen, um einen Finanzbericht eures letzten Projekts anzusehen. Ja gut, okay. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also hier kann man. Oh. Du kannst mich auch besuchen, wenn du dir etwas Geld leihen möchtest. Oder komm vorbei, um einen Finanzbericht über den letzten. Okay, gut. Hier sehen wir jetzt unsere Mitstreiter, nennt Jim Bob sind wir. Wir haben 20.000 und jetzt können wir das. Ich glaube noch nicht so krass investieren. Aber ihr seht schon hier ist das Rathaus, hier die Bank, hier kommt ein neues Gebäude, ich glaube die Fabrik, dann kommt.
die Stallungen, weil man hat ja auch Pferde. Das kriegt aber alles noch mit. Ja, hier können wir jetzt Darlehen machen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen jetzt ins Rathaus erstmal. Hier geht es momentan nicht zu sehen. Okay, gut. Und wenn man dann seine Upgrades getätigt hat, dann kann man hier losgehen. Holen wir uns das ganze Öl. Wir nehmen 2000 Euro mit oder Dollar mit, um die Inbetriebnahmekosten decken zu können. Bist du bereit? Dann gehen wir da rein. Es geht von unserem Lohn ab. Dann bauen wir hier unseren Pipe hin. Wir haben jetzt hier schon Windschuhrudergänge. Ja, so viel dazu. Okay. Wir machen jetzt einfach Pause, damit ich erklären kann. So, du hast jetzt hier dein Startbudget. Ist übel scheiße, Digga. Ah, da ist es. Okay. Wir haben hier unser Startbudget. Dann haben wir. Hier ist die Zeit. Welcher Tag heute ist. Man spielt immer. Am Anfang spielt man, glaube ich, 3 Monate. Aber später dann spielt man ein Jahr auf einer Map. So, jetzt haben wir den 15. Januar. Und haben 1000 Dollar noch, weil wir hier noch. Ich habe am Öl vorbeigeschossen, deswegen. Ist es gerade ein bisschen blöd. Ich erkläre es euch mal. Wir haben jetzt hier so ein Pipe gemacht. Und jetzt können wir hier. Zweigungslimit erreichen, ich will mich verarschen. Ich muss jetzt so bohren. Genau, jetzt bohre ich da ran. Das seht ihr gleich. Und habe jetzt hier Öl. Und jetzt seht ihr hier, jetzt wird Öl gepumpt. Dann jetzt geht auch der Typ weg, weil die Ölquelle, die er gefunden hat, die ist jetzt hier angezeigt worden und die haben wir auch verbunden. Und jetzt steigt er das Öl an. Wird rausgepumpt, das wird auch immer kleiner, das ist die Ölquelle, ne? Aber das sieht man jetzt nicht. Aber die wird immer kleiner. Und wird halt leer. Jetzt sieht man hier, jetzt steigt das Öl an. Jetzt können wir hier Pferde kaufen und die dahin schicken. Seht ihr, jetzt geht das Öl runter, die Pferde transportieren das ab. Und jetzt können wir hier verkaufen und hier sieht man auch den Preis, für wie viel man das verkauft. Am Anfang ist es. Okay, 70 Cent ist zwar scheiße. Erzähl dir, jetzt kriegt man Geld hier. Aber am Anfang, ja, müssen wir verkaufen. So ist es halt. Ja. Und jetzt kann ich schon langsam anfangen, wieder neuen Windschill-Routengänger zu machen. Das ist so ein Typ, der einfach, wenn ihr das seht, der scannt einfach nach Öl. Und guckt, yo, wo ist denn das Öl? Wenn er dann pfeift, dann sagt er, yo, wir haben ein Öl gefunden. Also wir haben eine Ölquelle gefunden. Dann muss ich wieder so ein Dings bauen und ja. Aber das sieht jetzt schon schlecht aus. Ich mach mal nochmal einen hin. Weil wenn er aus dem Bild rausgeht, dann das heißt, dass es keine Ölquelle mehr gibt. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Und ja, hier können wir mal drauf gehen auf den Verpachtungskalender. Hier seht ihr die Monate in einem Jahr und ihr seht, dass die Monate hier ausgegrenzt sind von ausgegraut April bis April und April bis Dezember. Das heißt, wir haben jetzt Januar, Februar, März und dann sind wir auch wieder runter von dem Gelände. Später im Verlauf des Spiels ist es aber ein Jahr. Genau, jetzt pfeift er da. Ich baue hier wieder eine Pipe. Wo hier runter? Ich kann mit X übrigens die Zeit beschleunigen. Nicht, dass euch fragt, ne, warum das jetzt hier so schnell geht oder so. Oha, die ist fett. Und ihr seht schon hier, die Preise verringern sich oder steigen an. Wenn ich jetzt hier 90 Cent habe und hier 1,70 Dollar, 7, dann ist es natürlich besser, hier zu verkaufen, weil hier bringt es mehr Geld rein. Wir sind jetzt schon im letzten Monat, das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Weil wir haben weniger Geld gemacht, als wir ausgegeben haben tatsächlich. Also, wenn wir jetzt nicht 2500 haben, dann, ey, komm bitte. Als ob, okay. Gut, das war ein schlechter Start. Heilige Scheiße, wie viel Öl, oh Gott.
Okay, wir hätten ja das so viel mehr rausholen können. Verlust 472. Alles klar. Okay, und jetzt sieht man hier. Scheiße! Fuck! Okay, also hier sieht man dann auch die Profite von den jeweiligen Leuten. Okay, am Anfang ist es nicht so wild. 472, das kann ich drauf verzichten, passt. So, jetzt stellt der uns die Fabrik hier vor. Howdy, mein Name ist Fred Metall. Versuchst du meine Ölförderung effizienter zu machen? Schau in meiner Fabrik vorbei, um deine Ausrüstung zu verbessern. Willkommen in meiner Fabrik. Möchtest du deine Ölausrüstung aufrüsten? Fred Metall kann dir dabei helfen. Okay, genau. Und jetzt kann man hier sagen, yo, ich habe einen Weg gefunden, um die Kapazität der Rohre zu erhöhen. Sehr empfohlen. Das heißt, du kannst die Rohre upgraden, so dass die breiter sind. Das heißt, du kannst mehr Öl fordern. Das ist, glaube ich, kann ich nicht kaufen. Jetzt habe ich es gekauft, ne? Jetzt habe ich nur noch 12.000. Aber das ist, glaube echt gut. Jetzt bringt hier der Typ auf, aber das ist immer so. Jetzt, wenn du jetzt hier deine Upgrades gemacht hast, ne, wie vorhin gesagt, kommst du jetzt zur Landauktion. Und wenn du jetzt hier guckst, willkommen bei der Auktion, bist du bereit, um mit dem Bieten anzufangen? Jetzt schaut mal einfach. Im Gegenzug kannst du dir aussuchen, auf welcher Parzelle du nächstes Jahr wohnen willst. Wenn du an der Reihe bist, klicke auf das Paket, um dafür zu bieten. Du kannst anderen überbieten, indem du auf ihre Paket klickst. Das ist ja auch tutorialhaft aufgebaut. Ne? Siehst du die Zahl der bewirtschafteten Parzelle? Sie geben an, wie viel Öl sich auf dieser Parzelle befand. Na, jetzt sieht man hier 37, 29, 33, 29. Das sind einfach Werte, wie viel Öl da vorhanden ist. Und der Witz an diesen Zahlen ist, wenn du nebendran siehst, gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass es um den Betrag hier auch ist. Also, wenn hier eine 37 ist, ist es wahrscheinlich, dass hier auch in der Nähe, also 37, ne, also zum Beispiel hier 37 in der Nähe war jetzt 33. Also, die gleichen sich an. Wenn man jetzt hier sieht, 29, 33, 37. Da kann man ja sagen, yo, hier in dem Gebiet ist jetzt, könnte jetzt nochmal eine größere Ölquelle sein, weil sich jetzt hier die ganze Zeit gesteigert hat. Ja, je höher die Zahl, desto mehr befindet sich wahrscheinlich in den nicht bewirtschafteten Parzellen neben hier. Nutze das, um die Entscheidung, auf welche Parzelle du bieten möchtest. So, jetzt geht's los. Ich kann jetzt hier draufklicken, jetzt habe ich drauf geboten. Und die anderen gehen irgendwo hin, okay? Jetzt kaufen sich die anderen die Upgrades hier in der Fabrik. Das brauche ich, glaube ich, noch nicht, das Silo. Und jetzt geht es eigentlich schon wieder ans Bohren. Ne? Jetzt gehen wir wieder ran. Aber diesmal gehen wir anders ran. Ja, hier wird nochmal angezeigt, was du dir geholt hast. Um Rohre gegen Breite ausführen zu tauschen, klicke einfach darauf. Ich mache drei Wünsche, sich sind Sucher. Auch hier gleich ein Pipe hin. Ich grade es gleich ab, dann ist es jetzt wird mehr gefördert. Also wird das die das der Öl ne. Das Ölvorrat schneller weggepumpt. Oh, da muss man auch aufpassen. Das ist ja 80 Cent, 93 Cent ist schon. Zweigungslimit erreicht, ist das Schmutz. Oh oh. Falls du zu wenig Geld hast, geht das uns nicht allen ab und zu so. Kannst du ein Darlehen zu sehr vernünftigen Zinssätzen erhalten? Klicke auf das Weitere. Ja, gut, das brauche ich jetzt nicht. Was ihr gerade gesehen habt, ist, was auch schlecht ist, wenn das passiert, diese. Boah, das geht ziemlich schnell leer, ne? Ich dachte, das wäre größer. Diese Pipes, die können
überlaufen. Boah, Scheißpreis. Das heißt, die können zu einem gewissen Betrag bis zu hierhin voll sein. Und dann wird aber der Druck irgendwann so hoch, wo das Öl einfach austritt. Und dann kann es sein, dass du Strafe kriegst. Also, dass du zu 1000 Euro Strafe zahlen musst. Und das will man natürlich vermeiden. Deswegen muss man da auch aufpassen. Genau. Haben wir nochmal 2 Pferde, jetzt haben wir 8 Pferde. Das sieht man auch später im Verlauf des Spiels hier oben. Wir haben nur 77. Ja, wir haben halt viel. Ah, wir haben jetzt ein halbes Jahr. Jetzt sieht er. Ja, wir hatten vorhin ein bisschen Nuts und jetzt ist es bis Juni. Also können wir jetzt ein bisschen mehr neue Ölquellen investieren, ne? Der ist jetzt hier schon bald wieder leer. Könnten auch überlegen, ob wir ein Silo bauen. Wenn wir ein Silo bauen, dann müssen wir nicht verkaufen. Also 80 Cent ist, glaube ich, am Anfang noch recht gut. Wir brauchen Geld. Jetzt geht es auch gerade momentan hoch. Ich spule mal vor. Ja, es geht auch gerade hoch. Also. Alles cool. Hier geht's. Müssen wir aufpassen. 92, 93, 94, 97. Verkaufen wir mal hier rüber. Wir haben. Ja, über 1 Euro müssen wir immer verkaufen. Man muss aber auch aufpassen, wenn man hier alle zum Verkauf schickt. Kann es sein, dass das hier überschwappt. Das Öl. Und es wird. Alter, 1,17. Sehr geil. Natürlich nicht so gut. Und es sieht so aus, jetzt können wir es gleich wahrscheinlich beobachten, dass es keine Ölquellen mehr gibt. Dann laufen die nämlich aus dem Bildschirm. Genau. Okay, jetzt wissen wir. Jetzt gibt es kein Öl mehr. Das ist die letzte Ölquelle. Und wir haben Mai. Das heißt, ich verkaufe jetzt mal nichts. Weit doch. Über 1 Euro geht schon. So, jetzt gehe ich mal weg. Und schlage das Öl hier mal ein. Letzter Monat. Oh shit. Ja, da muss ich verkaufen. Für 1,3, 1,4. Ah, es ist okay, Preis. Der Preis ist okay. Ja, 8000. Ist okay. Wir pumpen noch das Leer hier kurz. Und jetzt sehen wir. Was? Ah, Mann. Okay. Das heißt, ja, man kann nachher im späteren Verlauf des Spiels die Windschulroutengänger upgraden. Und. Ich glaube, dann, wenn die voll abgegradet sind, dann erst kannst du sagen, yo, da ist kein Öl mehr. Ey, das ist ja voll die Verarsche, Mann. Du kannst so hart viel pumpen, das ist so gutes Land. Gefühlt. Am Anfang zumindest. Boah, hab ich verkackt gerade, scheiße. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Edward und ich bin so etwas wie ein Handwerker. Die Dinge, mit denen ich experimentiere, können dir helfen, Öl zu finden. Sieh dir meine Erfindung an. Genau. Tiefe 2, genau das meinte ich. Ich habe die Windschulroute verbessert, damit Windschulroutengänger tiefer suchen können. Das kaufe ich mir direkt. Schnelligkeit brauche ich nicht so. Jetzt gehen wir ins Rathaus, machen. Landauktion. Aha. Ich war bei einer 40er. Vorhin. Und die haben auch 40. Ich glaube, hier ist gutes Land. Ich glaube, ich werde auch direkt überboten. Okay, doch nicht. Alles klar. Am Anfang ist es auch nicht so krass, glaube ich. So. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Ich glaube, am besten ist es einfach mal Geld zu sparen. Oh, perfekt. Direkt drauf, ne? Sehr schön. An Anfang ist es, glaube ich, schlau, einfach. Ich glaube, es ist generell schlau, am Anfang zu verkaufen.
Also jetzt nicht in-game, sondern halt allgemein. Beim ersten Land. Bei dem ersten Gebiet da. Einfach zu verkaufen. Weil du hast am Anfang überdurchschnittlich viel Öl. Oh, perfekt, Digga. Ich habe gar kein Geld mehr. Ach, das ist jetzt aber kacke. ich brauche mehr Pferde. Hallo. Shit. Ne, es geht noch. Hab wieder Geld. Eieiei, die Mann, ja. Boah, die ist heftig groß. Die ist kleiner. Muss nur noch eine sein irgendwo. Aha, okay. Naja, ich kann es halt nicht mal zweimal upgraden, das ist blöd. Wir brauchen Pferde. Jetzt habe ich 10 Pferde. Oh ja. Was haben wir im März? Okay, es sind immer noch 6 Monate. Das ist eine kleinere. Boah, die ist groß, glaube ich. Ja, das ist größer. Nein, oh Mann. Das darf man echt nicht aus den Augen verlassen. Na, jetzt habe ich für 60 Cent gerade verkauft, obwohl ich hier für 90 Cent verkaufen konnte. Hier ist nochmal was jetzt. Zweigungslimit erreicht, das ist echt nervig. Momentan bringt mir das Upgraden nichts hier, weil... Das hier erstmal leer werden muss irgendwie. Okay, perfekt. Hier verkaufen. Ja, ich glaube, alles verkaufen, was geht. Weil so viel Öl kannst du gar nicht fördern. Na, wobei. Oh. Oh, es sind 15 Pferde, oh Gott. Wobei, warte mal. Es ist, glaube ich, schon schlau, das zu speichern. Und dann es über 1 Euro zu verkaufen. Also ich glaube, das ist schon schlau. Natürlich ist es schlau. Keinen Platz mehr. Ich muss halt. Jetzt ist Mai, jetzt kommt gleich der letzte Monat. Das heißt, ich muss gleich alles verkaufen. Für 60 Cent. Scheiße. Ach man, bitte geh hoch. Ja. Leck mich am Arsch, Alter. Hier ist besser. Ah, ich krieg gar nicht alles verkauft. Oh mein Gott, schon wieder übel, ich hab grobe Fehler gemacht. Scheiße, ich habe gar nicht alles verkauft gekriegt. Okay, ja, wurde was zugelernt. Du brauchst eigentlich 30 Pferde, um da Instant zu verkaufen. Dann bin ich jetzt was anders gewohnt. Aber ich glaube, jetzt gucken wir uns einmal den Stall an. Hallo, ich bin Rainer, der Trainer. Ich kümmere mich um die Pferde, damit sie gesund bleiben und arbeiten können. Sieh in den Stallungen vorbei und vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Jetzt sehen wir da mal vorbei. Hier kann man zum Beispiel ja so einen Zähler kaufen, damit du siehst, wie viele Pferde gerade unterwegs sind. Oder die Größe der Wagen kannst du mal verbessern. Und ich glaube... Mache ich das? Nee, erstmal mache ich die
Landaktion. Na, hier sieht man auch wieder. Ich habe hier mit einer 40er gut, ganz gut gelegen. Und jetzt ist es so, ne? Ich könnte jetzt hier, und ich glaube, ich mache das auch, ihn überbieten, damit ich das Land kriege. Jetzt muss ich halt 3000 zahlen statt 2000. Aber das ist manchmal echt wertvoll. So. Und ich würde jetzt aber sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe vor, Tom Oil immer, ich glaube, mit Little Nightmares und Northgard immer einmal pro Woche zu bringen. Erstmal. Und dann, wenn Little Nightmares abgeschlossen ist, der erste Teil, dann mache ich, glaube ich, da mal eine Pause mit Little Nightmares und dann bringe ich Tome Oil öfters. Weil das ist ein Let's Play, das braucht man echt, eigentlich echt viel Zeit, glaube ich. Und ich habe jetzt zwar einen 30-Minuten-Part gemacht, es könnte aber auch sein, dass ich einfach ein Level immer zock und das Level. Na, ich weiß nicht, soll ich zwei zocken? Ich glaube, ich zocke immer zwei Level. Und dann mache ich einen Cut. Dann sind es so ein 20-Minuten-Video und dann ist es auch nicht so lang. So, ich glaube, das ist dann am besten. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal natürlich, ne? Ciao.